Hallo, in diesem Video möchte ich mir mal gemeinsam mit Ihnen den Mechanismus der sogenannten Mitsunobu-Reaktion etwas genauer anschauen. Die Mitsunobu-Reaktion ist nämlich ein toller Vertreter einer ganzen Klasse von Reaktionen, die alle nach dem gleichen Prinzip verlaufen. Das Grundprinzip dabei ist, dass wir Triphenylphosphin benutzen, um aus einem Alkohol eine gute Abgangsgruppe zu machen. Jetzt kann man sich erstmal denken, Triphenylphosphin, Alkohol, das sind ja beides eigentlich eher Nukleophile als Elektrophile. Wie können die denn was miteinander machen? Naja, wir brauchen dafür noch was. Ich habe Ihnen hier mal das allgemeine Reaktionsprinzip aufgeschrieben. Triphenylphosphin muss als Nukleophil erstmal mit irgendeinem Elektrophil reagieren. Und dann erhalten wir ein sogenanntes Phosphonium-Ion. Und das ist der Trick dabei. Phosphor mag Sauerstoff sehr gerne und solches Phosphonium-Ion, das kann sehr gut als Elektrophil mit einem Alkohol reagieren. Dann machen wir ein neues Phosphonium-Ion, in dem jetzt eine ganz hervorragende Abgangsgruppe drin steckt. Denn wenn wir jetzt die Bindung hier brechen, schmeißen wir Triphenylphosphinoxid raus. Das heißt, wir haben sogar jetzt eine Phosphor-Sauerstoff-Doppelbindung gemacht. Und das ist die Triebkraft der Reaktion. Und auf diese Weise kann ich einen Alkohol aktivieren und mit einem Nukleophil substituieren. Das Elektrophil, was wir dabei bei der Mitsunobu-Reaktion einsetzen, ist hier gezeigt. Das sind solche Dialkylazodicarboxylate. Und wenn der Alkylrest hier eine Ethylgruppe ist, dann hat das Reagenz, was man dafür meistens einsetzt, auch eine sehr, naja, morbide Abkürzung. Das ist dann nämlich das sogenannte DET, Diethylazodicarboxylat. Darin haben wir jetzt eine Stickstoff-Stickstoff-Doppelbindung vorliegen und an dem Stickstoff hängt noch gleichzeitig mit der Carboxylgruppe ein elektronenziehender Substituent. Das heißt, dass unser nukleophiles Triphenylphosphin einen Stickstoff angreifen kann und dann hier drüben das Elektronenpaar zu dem anderen hinüberschieben kann. Auf diese Weise erzeugen wir jetzt eine anionische Position an dem Stickstoffatom, die durch die elektronenziehende Gruppe hier recht gut stabilisiert ist. Das heißt, das DET hat erstmal die Funktion des Elektrophils erfüllt, das hier mein Triphenylphosphin als Phosphonium-Ion aktiviert. Gleichzeitig hat das DET aber noch eine weitere Funktion. Denn ich habe jetzt hier eine negative Ladung und die kann ich benutzen, um das Nukleophil, was ich einsetze für diese Reaktion, zu aktivieren. Nämlich, indem ich das Proton, was noch an so einem Nukleophil dranhängt, abstrahiere und daraus das entsprechende Nukleophil-Anion mache. Also die konjugierte Base. Und die konjugierte Base von etwas ist ja immer basischer als die entsprechende Säure, also auch nukleophiler. Das heißt, ich aktiviere hier auch gleichzeitig das Nukleophil für die Reaktion. Und dabei muss man auch schon eine gewisse Einschränkung für diese Reaktion sehen. Denn wir sehen hier, wir haben hier etwas, einen Stickstoff mit einer negativen Ladung neben einer Carbonylgruppe. Das ist sowas Ähnliches wie ein Amid. Und ein Amid hat einen pKa-Wert von ungefähr 16. Das heißt, das, was wir hier als Nukleophile einsetzen können, das müssen ja, Heteroatom-Wasserstoffverbindungen sein, die einen pKa-Wert von, sagen wir mal, kleiner 15 haben. Das heißt, Alkohole mit 16 funktionieren nicht so richtig gut. Aber was zum Beispiel super funktioniert, sind Phenole oder Carbonsäuren. Ja, die kann man klasse hier mit Mitsunobu-Reaktionen umsetzen. Wie geht es jetzt weiter? Also, wir haben unser DET benutzt, um das Triphenylphosphin auf der einen Seite zu aktivieren und auf der anderen Seite das Proton vom Nukleophil abzurufen. Jetzt passiert der eigentliche Spaß, denn das Phosphonium-Ion, was wir hier gemacht haben, kann jetzt mit einem Alkohol reagieren und auf diese Weise das aktivierte Intermediat bilden, was wir brauchen. Ich habe jetzt hier einen Zwischenschritt weggelassen. Ja, also wenn Sie erstmal das Produkt dieser Pfeiloperation hier hinzeichnen würden, würden Sie natürlich feststellen, dass noch ein Proton hier an dem Sauerstoff dranhängt. Aber auch das kann natürlich dann von dem DET aufgewischt werden. Und somit haben wir hier als Nebenprodukt das quasi hydrierte DET vorliegen. Viel wichtiger ist aber dieses Intermediat hier. Das ist das klassische Intermediat, das bei all diesen Reaktionen gebildet wird. Sei es Mitsunobu, sei es Apple, ja, sei es Greco. Alle haben irgendwann mal den Punkt, wo wir hier ein solches Phosphonium-Ion haben, das wunderbar weiter reagieren kann, indem ein Nukleophil den benachbarten Kohlenstoff angreift
und wir hier eine ganz tolle Abgangsgruppe rauswerfen, nämlich das Triphenylphosphinoxid. Ja, Phosphor-Sauerstoff-Doppelbindung, das ist wirklich eine richtig, richtig starke Bindung und das ist die Triebkraft der Reaktion. Gleichzeitig kann also natürlich das Nukleophil hier angreifen und wir kommen netto zu einer Substitution eines Alkohols durch ein Nukleophil. Wie gesagt, Nukleophil, irgendwas, was einen pKS-Wert von kleiner 15 hat. Das Tolle bei der Mitsunobu-Reaktion ist, dass die so gut wie immer unter SN2-Bedingungen abläuft. Ja, denn typische Lösungsmittel dafür sind zum Beispiel sowas wie Dichlormethan, also alles nichts, was irgendwie Kationen als Intermediate besonders gut stabilisiert. Und das heißt, dass sich natürlich auch solche Alkohole wie hier wunderbar unter Inversion mit einem Nukleophil umsetzen kann. Ja, also Mitsunobu-Reaktion, eine tolle Reaktion, mit der ich in einem Pot, ja, denn ich muss hier alle diese Reagenzien einfach nur in einem Pot zusammengeben, in der ich mit einem Pot einen Alkohol aktivieren kann und mit einem guten Nukleophil, das ein pKS-Wert kleiner 15 haben sollte, umsetzen kann und damit unter Inversion an dem Stereozentrum, das ich hier vielleicht habe, den Alkohol substituieren kann und damit eine neue Bindung zu dem Nukleophil herstellen. Und wo ich jetzt schon mal Ihre Aufmerksamkeit habe, möchte ich mir auch noch mit Ihnen zusammen kurz die Apelreaktion anschauen. Denn die funktioniert vom Prinzip her ganz genauso. Auch hier nehmen wir einen Alkohol, Triphenylphosphin und ein Elektrophil, um den Alkohol zu aktivieren. Das Elektrophil, was wir hier benutzen, ist entweder sowas wie Tetrachlormethan oder Tetrabrommethan. Denn auch, wie hier im Beispiel vom Tetrabrommethan gezeigt, das kann mit dem Triphenylphosphin reagieren und unter Übertragung von Br+ ein Phosphoniumion generieren. Dabei wird als Abgangsgruppe sozusagen das Anion des Bromoforms abgespalten. Wichtig für uns ist aber unser Bromophosphoniumion, was da gebildet wird, was wieder mit einem Alkohol reagieren kann. Auch hier habe ich mir mal wieder den Schritt gespart, wo von dem Alkohol H+ abgespalten wird, denn das kann auch hier wieder benutzt werden, um die Abgangsgruppe des Elektrophils zu protonieren und hier in diesem Fall Bromoform zu bilden. Das Schöne ist, die Abgangsgruppe, die ich eben rausgeworfen habe, als ich das Phosphoniumion angegriffen habe, also das Bromidion, das ist jetzt gleichzeitig unser Nukleophil, was unseren aktivierten Alkohol angreifen kann und dann unter Abspaltung von Triphenylphosphinoxid ein Bromid bilden kann. Insgesamt ist also die Apelreaktion eine Reaktion, mit der ich aus einem Alkohol unter Inversion entweder ein Bromid oder ein Chlorid herstellen kann. Insgesamt merken wir also uns zu beiden Reaktionen, dass es ein ganz allgemeines Schema gibt, mit dem ich Alkohole mit Triphenylphosphin und einem Elektrophil aktivieren kann. Dazu muss erst einmal das Trialkylphosphin mit dem Elektrophil reagieren, um ein Phosphoniumion zu bilden. Das Phosphoniumion, was wir dann haben, muss mit dem Alkohol weiter reagieren, um eine aktivierte Spezies zu bilden, die dann ihrerseits wieder von einem Nukleophil angegriffen werden kann und Triphenylphosphinoxid oder irgendein anderes Phosphinoxid abspalten kann. Das Tolle dabei ist, dass diese Reaktionen klassischerweise unter Inversion ablaufen. Das heißt, wir haben einen SN2-Mechanismus, der zugrunde liegt. Und gerade die Mitsunobu-Reaktion wird dazu gerne benutzt, zum Beispiel die Stereochemie von Alkoholen zu invertieren. Denn wenn ich eine Mitsunobu-Reaktion zum Beispiel mit einer Carbonsäure durchführe, mache ich ja einen Carbonsäure-Ester, den ich dann im Nachhinein wieder einer basischen Esterspaltung unterziehen kann und auf diese Weise wieder einen Alkohol generieren kann. Dieser Alkohol hat aber jetzt genau die andere Stereochemie als das Edukt. Und das ist natürlich eine sehr, sehr nützliche Transformation, wenn man zum Beispiel in einer längeren Synthese zum Schluss nochmal ein Stereozentrum reparieren muss.